Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. So. Ja, jetzt sind wir hier endlich. Ja, komm, mach mal. Schon dabei. So. Ja, bitte. Hey. Danke. Na also. Hey. Hey. Hier. Wie wär's denn damit? So. So. Ich glaube, das leidenschaftlich vergolten habe ich nämlich noch gar nicht fertig. Nee, habe ich noch nicht fertig. Da. Danke. So. Geht doch. So, alles mitnehmen. Mehr Geld. Hier. Danke. So. Da gehe ich noch rein. Okay, so. Da ist noch ein bisschen was. Was ist das für ein Ding? Interessant. Nee. Salze sind voll. Was haben wir noch? Da gehe ich noch rein. 50%. Wie? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Ja, das klingt auf jeden Fall einträglich. Fertig. So. Ja, bitte. Was hast du denn jetzt wieder? So, dann schaue ich noch mal da oben nach. Und hier ist nichts. Okay.
Dann einfach mal weiter. Und... nach oben? Nee, noch nicht. So, alle Schränke durchsuchen. Hey, immer mehr Dietriche. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, ob ich noch genug Schlösser für diese ganzen Dietriche finde. Okay. Yeah. So, dann wollen wir mal unser Schild wieder upgraden. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ich weiß, der Prophet ist ein Lügner. Aber das kann nicht sein. Ich weiß, der Prophet ist ein Mörder. Aber das kann nicht sein. Denn wenn die Zukunft nur in der Vorstellung Gottes existiert, wie kann er sie solch einem Monster offenbaren? Ich weiß nicht wirklich so richtig, wovon sie jetzt gerade geredet hat. Aber man muss auch gestehen, ich habe jetzt nur mit halbem Ohr zugehört, weil ich irgendwie gerade am Überlegen war. Hier, für die Kasse. Was ich denn als nächstes kaufen soll. Ich habe jetzt so viel Geld gefunden hier. Ich hätte mir mal so viel Knete so im restlichen Spiel gewünscht. Und so viele Lockpicks. Wohin mit dem ganzen Zeug? Da war irgendwas zum Untersuchen. Ah ja, sind wir wieder hier. Gut, da kann ich ja jetzt nochmal auf der anderen Seite gucken. Die Fußspuren scheinen zum Tresor zu führen. Nö, da will ich noch nicht hin. Erstmal hier gucken. Ach, hier ist gar nichts. Toll. Also kann ich der Alten nur folgen, ja? Ich muss ja immer noch die Risse öffnen, für diejenigen, die es schon wieder vergessen haben. Ach, nö. 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 Mist. Bleibt mir wohl nicht großartig viel über, hm? Der da gemacht. Oh. Ja gut, man muss natürlich auch sagen, wir sind in der Bank des Propheten, also dass hier ein bisschen Geld rumliegt, ist vielleicht auch ganz verständlich. Schweine? Oh Mist. Scharfschütze. Na gut. Gut, dass der relativ nah war. So konnte man den auch so erledigen. Ach, was will ich mit einer Burst Gun? Was hast du jetzt schon wieder? Die macht einfach immer irgendwelche Geräusche so. Hä?
Aber ich denke irgendwie immer, dass das irgendwas bedeuten soll. Und oft liegt ja auch irgendwie was in der Nähe. Aber manchmal habe ich ja echt das Gefühl, die will mich einfach nur verarschen. So. Ist nichts mehr. So. Sonst noch was? Zucker, warte. Einfach mal so. Muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wie die Leute hier Zuckerwatte einfach in ihre Schubladen stecken. Aber wer weiß, vielleicht ist Zuckerwatte ja hier verboten. Da ist der Riss. So. Erstmal alles durchsuchen, bevor ich weiterziehe. So. Sieh einer an. Was denn? Was? Hey, da ist dein Lockpick. Ach so. Ja. Werde ich schon irgendwie sehen. Oder so. Oder auch nicht. Wo ist denn der Lockpick? Mehr Geld. Danke. Okay, hier. Lockpick? Lockpick. Lockpick? Sag mal. Ich kann doch nicht so blind sein. Ach, egal. Ich habe eh so viele Lockpicks, ganz ehrlich. Ja, ja, ich muss jetzt gegen ihn kämpfen. Da ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Gleich. So. Schießeisen. Ach, guck mal. Kannst du das knacken? Kein Problem. Fertig. So. Lutess sagt, der Bastard sei nicht ihrem Schoß entsprungen, sondern das Produkt irgendeiner gottlosen Wissenschaft. Ich weiß nicht, was stimmt. Das Kind ist nicht göttlicher als ich. Was sagt das über die Sehergabe meines Gatten aus? Er fleht mich an zu schweigen, aber ich kann ihm nur anbieten, ihm zu verzeihen. Aber wenn er bereut, muss er auch die Wahrheit sagen. Ich kann seine Lügen nicht mehr ertragen. Also Lady Comstock ist drauf gekommen, dass der ein Lügner ist. Und sie ist tot. Kann man hier eins und eins zusammenzählen? Bestimmt. So. Na gut, komm, dann öffnen wir mal den Riss. Und kämpfen gegen den Typen. Moment. Danke. Perfekt geteilt. Die waren auch mal schwerer, oder? So. Und wenn ich diese Sabotage begehe, alle ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Aha.
Wie hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... ich weiß nicht. Der Erzengel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann. Aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt. Aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Ach nö. Danke. Yeah.